Nachdem Porsche nun schon vom Cayenne fast gleich viele Modelle absetzt wie vom 911, Cayman, Boxster und Panamera zusammen, will Lamborghini ebenfalls die Verkaufszahlen mit einem Geländegänger erhöhen. Und der neue Urus soll gleich mit einem Superlativ aufwarten und der schnellste SUV auf dem Weltmarkt sein. Und das nicht nur auf der Straße, sondern auch im Gelände, auf Eis und auf Schnee, sowie in der Wüste. Dort soll er von nun an zu Hause sein. Schließlich wurde der erste Gelände-Lambo namens LM002 speziell im Kundenauftrag für Wüsteneinsätze gebaut und zwischen 1986 und 1993 in nur 328 Exemplaren gefertigt. Der deutsche Chefdesigner von Lamborghini und ehemaliger Porsche-Designer erklärt die neue Ausrichtung. Lamborghini must have. Ein Lamborghini muss immer die extremsten Proportionen haben. Und somit muss der Urus eine Proportion haben, die einzigartig ist. Meine Philosophie ist immer, erwarte das Unerwartete. Somit ist der Urus ein Lamborghini, der unerwartet schön aussieht. Er ist einzigartig in Bezug auf die Proportionen der Fahrzeugarchitektur. Mich inspirierten dabei zwei Modelle. Der Lamborghini Countach und der LM002. Vom Countach nahmen wir alles, was wichtig ist für die Design-DNA von Lamborghini. Das tiefe Profil, der starke Winkel in den Seitenfenstern. Was für mich auch wichtig war, ist die Front mit ihren diagonalen Linien, die sich nun auch im Urus wiederfinden. Auch im Heck finden sich diese Diagonalen beim Countach, womit wir auch beim Urus diese Elemente wiederholten. Der andere starke Einfluss ist der LM002, unser erster Super-SUV, der in den 80ern geboren wurde. Dort muss ich auf die Radbögen hinweisen und die Fronthaube mit ihren Power Domes. Wir waren zwar inspiriert durch diese Elemente, haben sie aber in einer anderen, unerwarteten Form und sehr dynamisch im neuen Fahrzeug ausgeführt. Eine kleine Besonderheit ist der dreieckige Luftauslass beim LM002, der uns zum kleinen Dreieck beim Urus inspirierte, das zudem stolz die italienische Flagge trägt, um zu zeigen, dass der Wagen sagt, ich bin designt und geboren in Sant'Agata Bolognese. Seine Weltpremiere erlebte der nach einem Auerochsen benannte neue Lambo in Sant'Agata Bolognese vor der geladenen Weltpresse. Mit großer Erwartung wurden die ersten Modelle empfangen, allerdings erst nachdem die Lambo-Geschichte mit dem Jura und dem Countach noch einmal gezeigt wurde. Unter großem Beifall wurden die ersten Modelle empfangen. Die Fensterlinie ist extra schmal. Die Lufteinlässe an der Front sind riesig. Die Scheinwerfer haben die typische Y-Form und die Motorhaube ist weit heruntergezogen. Der Kühlergrill bildet ein hexagonales Muster. Im Profil sieht der Urus wie die derzeit modernen SUV-Coupés aus, denn die Dachlinie fällt stark ab, während die hinteren Kotflügel stark ausgestellt sind. Erstaunlich ist, dass der Wagen keineswegs massiv und protzig erscheint, eher klein und flink. Der Urus teilt sich die Plattform mit dem Audi Q7 und dem Bentley Bentayga und ist mit einem Leergewicht von weniger als 2,2 Tonnen aber deutlich leichter als der massive Brite. Mit einem 4,0 Liter V8 Biturbomotor aus Aluminium mit 650 PS und einem maximalen Drehmoment von 890 Newtonmetern sowie einem genialen Sound beschleunigt der Urus in 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Die 200 km/h-Marke fällt nach 12,8 Sekunden. Mit 305 km/h Topspeed löst der Urus den 301 km/h schnellen Bentley Bentayga als schnellstes SUV der Welt ab. Erstmals in der Firmengeschichte setzen die Italiener dabei auf einen Turbomotor. Die Sauger bleiben exklusiv den Sportwagen vorbehalten.
Das Chassis besteht aus Aluminium und Stahl und wurde mit Fokus auf Gewichtsreduzierung entwickelt. Trotzdem wiegt er mit 2200 Kilogramm deutlich mehr als ein Porsche Cayenne. Der Urus steht auf 21 bis 23 Zöllern, die speziell von Pirelli nur für den Urus entworfen wurden. Auch wenn der Wagen nur sehr selten im Gelände anzutreffen sein wird, so ist er neben der Verwendung auf Asphalt auch für lockere Untergründe geschaffen. Eine historische Neuheit aus dem Stall von Lamborghini.